Hallo Leute, dieses Video. Ja, hier in diesem Video steige ich mit wundervoller Musik ein aus Left 4 Dead 2. Ach, wie immer. Wunderschön, wunderschön. Und heute will ich euch eigentlich nur mal zeigen, mit welchem Programm ich meine Minecraft-Modelle designe. Das Programm nennt sich Cube Kingdom. Ihr seht, ich habe vor 10 Minuten ein Schaf designt, was in meine Let's Show-Welt in das Koboldorf kommt. Yeah. Und auf jeden Fall könnt ihr das Programm auf einer Webseite runterladen. Ihr geht einfach bei Google auf Cube Kingdom und dann geht ihr auf diesen japanischen Link oder chinesischen Link, keine Ahnung, kann auch koreanisch sein. Und dann ladet ihr das Programm hier runter. Ihr könnt dieser Website ruhig vertrauen. Ich habe es auch getan und es gibt kein Virus. Tja, wie funktioniert dieses Programm? Hier gibt es verschiedene Schaltflächen, zum Beispiel das Stift-Tool. Das Programm funktioniert so, es ist einfach nur Block an Block. Ihr nehmt euch zum Beispiel einen grünen Block, klickt dann einen anderen und fügt es ein. Überall hier. Das Vieh hat jetzt eine Pest. Dann gibt es hier das Eraser-Tool, also das Radiergummi-Tool. Damit könnt ihr einzelne Blöcke wieder löschen. Dann gibt es hier dieses Farben-Tool. Damit könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr hier drauf geht, einen anderen Block mit der Farbe ummalen, die ihr wollt. Damit kann man Häuser dann designen. Yo. Und auf jeden, dann noch dieses Pipetten-Tool, damit könnt ihr eine Farbe auswählen. Hier könnt ihr das verschwinden lassen, um eine schönere Ansicht zu haben. Hier könnt ihr alles komplett verschwinden lassen. Und rückgängig könnt ihr mit Steuerung Z machen, wie immer. Und mit dieser Schaltfläche macht ihr ein neues Projekt und mit der macht ihr, das Speichern unter. Und das dürfte beenden sein. Ja, ich wollte euch nur einen kleinen Einblick mal in das Programm gewähren. Damit ihr sehen könnt, mit was ich meine Minecraft-Modelle designe. Ich benutze das schon recht lange. Und ja, danke fürs Zuschauen. Erstmal ist von mir Jens. Bitte macht ein Abo, kommentiert, favorisiert. Macht einen Daumen hoch, was auch immer. Ihr könnt es auch stecken lassen, ist mir scheißegal. Okay, dann danke schön fürs Zuschauen. Und ja, ihr könnt mir ja mal eure fertigen Modelle in diesem Programm per Link senden. Als Video-Anhängsel machen. Dreckiges kleines Anhängsel, ja. Okay, tschüss.